Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute sehen wir diesen Panzer hier im Mittelpunkt, den E-50M, beziehungsweise sogar zwei, denn sein Kamerad hier im Platoon fährt auch einen. Und warum den Panzer? Recht einfach. Ich habe den selber erst vor kurzem erforscht und darf ich meinen eigenen nennen. Und natürlich gucke ich mir dann die Panzer gerne an, die ich selbst frisch habe, um mir natürlich das ein oder andere abzugucken. Was auf jeden Fall hier schon mal auffällt, ist, dass die ganze Seite von 1 bis 4 von seinem Team hier eingenommen wird, denn kein einziger fährt Richtung Zauberwald darüber. Also das ist schon mal die erste, ich würde sagen, Kuriosität der Runde. Mal schauen, was wir dann noch so sehen werden. Der Foch, den hätte er jetzt natürlich gerne rausgenommen. Aber leider da keine Chance. Type 4 schwer. Wird da auch sofort begrüßt. Man muss natürlich hier jetzt aufpassen, dass der Gegner nicht plötzlich eben von der Seite kommt. Normalerweise hat man ja im Zauberwald immer noch so ein bisschen was an eigenem Team, aber hier in dem Fall gar nicht. Noch ist es aber kein Problem, ganz im Gegenteil, er farmt den Type 4 schwer nach Belieben. Also dem Type 4, den macht er ordentlich Kopfzerbrechen. So, jetzt hat er auch die erste Mal zurückbekommen. Ist auf jeden Fall da mit AP unterwegs. Ist das geringere Übel. Klar, vom Schaden, wenn er durchkommt, macht es Aua. Aber irgendwie sind die Types mit HE viel anstrengender zu bespaßen. Jo, jetzt ES3 vorne. Jo, ich wollte gerade sagen, schieß doch mal, Junge. Aber alles easy, hat er gut gemacht. VK jetzt. Also der Gegner hat da echt massive Probleme, aber klar, wenn natürlich eine ganze Seite mit 15 Leuten und 15 Panzern bespielt wird und die Gegner darauf nicht eingestellt sind, dann ist so ein Lemming Train, auch wenn er eigentlich normalerweise nicht wirklich zu empfehlen ist, aber so wie hier, dann durchaus mal am Gelingen. Zu 5 steht es, also die Runde selber ist noch recht ausgeglichen, sogar jetzt ein Mühvorteil für den Gegner durch das 5:6. Wobei jetzt mit 5:7 langsam ein bisschen eindeutiger, aber er legt sich den Patton so bereit, dass er mit dem nächsten Schuss eventuell, ja, 417 ist natürlich schon noch ein bisschen viel, das muss schon ein Monster Roll sein. Machen hätte können. So, auch da hinten der Panther, der hat seine Chance gewittert, wurde aber nicht belohnt. 4200 Damage und noch keinen einzigen Kill, den er hier zu verbuchen hat. Und das bei wirklich ordentlichem Damage. So, der Patton, der will ja jetzt rum. T26E5, den könnte er machen. Schön Roll und dann funktioniert er auch. Genauso ist es nämlich.
390 Schaden macht er, also von dem her eigentlich kein Problem. 330 Durchschlag mit Premium jetzt am Ballern. Jetzt merkt er so langsam, hoppala. Jetzt muss die Runde funktionieren. Jetzt hat er hier erstmal dem Patton eine ins Heck verpasst, weil er sein Mate natürlich hier covern will. So, jetzt nimmt er erstmal den raus, den er hier mit One-Shot machen kann. Jetzt rammt er wahrscheinlich den Patton. Reicht aber noch nicht, um ihn jetzt mit dem nächsten zu zerstören. Junge, schieß! Jo, jetzt. Und jetzt nochmal einen sitzen. Und dann reicht's auch schon. Das hat der Patton jetzt schlecht gemacht. Der hätte kuschelnd dranbleiben müssen. Aber für ihn war es natürlich genau richtig. Damit konnte sein Team wieder ein bisschen den Anschluss zurückbringen. Mit 9 zu 11 sind sie nicht mehr ganz so weit weg. Aber es ist noch ein Heidenstück Arbeit gegen einen VK im Besonderen. Dann haben wir noch ungespottet den Conway irgendwo rumstehen. Eine Lorraine, die auch sehr unangenehm ist, und Breimetall. Also, das ist noch gut, das Stück Arbeit. So, den Rheinmetall hat er jetzt zweimal schon beschädigen können. Jetzt braucht er noch einen und dann hätte er den weggemacht. Er wechselt auch gut immer zwischen den Munitionsarten hin. Klar, tendenziell vielleicht ein bisschen ordentlich am Premium schießen, aber in Anbetracht dessen, dass man sagt, man will sein Team und man will den Sieg, finde ich das mehr als legitim. Außerdem hat man gerade auch gut beim Rheinmetall gesehen, dass er dann auch zum richtigen Moment auch auf Non-Premium wechselt. Da ist jetzt der Conway. Oh, der Conway wurde vom Rheinmetall gefinisht. Der Panther, den er zwischenzeitlich vorne gesehen hat, schleicht sich jetzt von hinten ran. Und der VK kommt ebenfalls hier rum. So, der VK hat das sehr schön getrackt. Hat er sein Rapkit zuvor ziehen müssen. Jetzt ist er alleine gegen den Rest. Den VK hat er gut schon hingerichtet. Den braucht er nur noch abschmatzen. Lorraine und Scorpion G. Keine Ahnung, wie viel HP die noch haben. Scorpion ist auf jeden Fall noch rappelvoll. Jetzt nicht mehr, aber war's. So, den schön weggemacht. Der Scorpion und die Lorraine, die gibt's ja auch noch. Und da kommt auch schon die Lore an. Und auch die ist rappelvoll gewesen. Also er hat hier alle Hände voll zu tun. Nächster Kill, egal wie, wer sein Krieger, den er sich mehr als verdient hat. Jetzt muss er sofort natürlich da seine Kette reparieren. Hat jetzt hier das Wrack, das er jetzt für sich nutzen kann. Lore ist komplett leer geschossen. Scorpion kommt jetzt rum. Scorpion verschießt. Fahrt jetzt hier rum. Das war das, was ihn hier ein bisschen gerettet hat, dass der Scorpion zu ungestüm war und die Lore im Reload. Und damit kann er dieses eigentlich schon verloren geglaubte Gefecht doch noch nach Hause bringen und macht in Summe 10.074 Damage. Zwischenzeitlich haben die Kills gefehlt, aber am Ende hat er die alle geholt und ein Fotofinish mit natürlich ein bisschen Dusel. Aber hey, das Glück muss man auch sich erarbeiten und das hat er definitiv. Geile Runde, geiler Panzer. Ich muss ihn bald spielen. Wir sehen uns im Livestream. Bis bald, euer Alcaramba.